Anfang September 2012 ereignete sich auf dem Flugplatz Backnang mit einer viersitzigen einmotorigen Maschine, ein DR-400, ein schwerer Flugunfall. Bei einem Flugtag startet die Maschine bei besten Wetterbedingungen, windstille Wetterbedingungen, sehr warme Verhältnisse, zu einem Rundflug und aus einer Höhe von ca. 15 bis 20 Metern stürzte die Maschine zu Boden. Dabei kamen drei Personen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt. Auf den Fotos und auf dem Filmmaterial kann man sehr gut erkennen, wie der Pilot versucht, mit Steuerangabe im Querruder dieser Rotationsbewegung des Luftfahrzeuges entgegenzuwirken. Bei der Aufnahme des Flugunfalls wurde festgestellt, dass es sich hier um einen sehr erfahrenen Piloten handelt, der die Maschine zu diesem Flugtag selbst überführt hatte. Er hat viele Flugstunden, kannte das Luftfahrzeug über viele Flüge und es war nichts Neues für ihn, bei Flugtagen Rundflüge durchzuführen. Bei der Sichtung des umfangreichen Film- und Fotomaterials ist herausgekommen, dass 39 Sekunden vor dem Start der DR-400 ein 5 Tonnen schwerer einmotoriger Doppeldecker vom Typ 1-2 gestartet ist. Um feststellen zu lassen, ob Wirbelschleppen bei dem Flugunfall einen Einfluss gehabt haben, haben wir die Wissenschaftler der DLR gebeten, eine Simulation durchzuführen. Auf der oberen Animation sieht man das Absinken der beiden einzelnen Wirbelkerne. Die sinken ab bis in eine Höhe von ca. 10 Meter. Das ist sozusagen da, wo der Bodeneffekt anfängt. Und das ist genau das Szenario des Flugunfalls. Die Wirbelkerne haben einen Durchmesser von ca. gut einem Meter. In dem unteren Bild hier sehen wir die von uns berechneten Gefahrenbereiche für eine DR-400 hinter einer startenden Antonov AN-2. Für windstille Wetterbedingungen. Und wir spielen jetzt hier in einer Animation sozusagen den zeitlichen Verlauf dieser Gefahrenbereiche ein. Und hier der dritte Kreis dieses Gefahrenbereichs zeigt in etwa das Szenario des Unfalltages, nämlich dass die DR-400 40 Sekunden nach dem Doppeldecker gestartet ist. Und man kann hier sehr gut erkennen, dass dieser Gefahrenbereich so groß ist, dass in etwa genau die Spannweite der DR-400 dort hineinpasst. Dieser Gefahrenbereich, da würde die Querruderwirksamkeit einer DR-400 nicht ausreichen, das Störmoment von der Antonov zu kompensieren. Bei den Flugversuchen sollte gezeigt werden, stimmen die Ergebnisse, die die DLR-Wissenschaftler gerechnet haben, mit unseren praktischen Versuchen überein, ja oder nein? Die Flugversuche am Boden waren uns natürlich zu wenig. Wir sind mit beiden Maschinen auf 2000 Fuß gegangen, um dort die Einflüsse der Wirbelschleppe auf die DR-400 zu untersuchen. Matthias Krämer der Firma Messwerk hat die DR-400 mit spezieller Messtechnik ausgerüstet. Hier ist der Messcomputer mit der Speicherkarte, wo die ganzen Daten aufgezeichnet werden. Das hier ist eine Signalaufbereitung für die Drucksensoren, mit der wir die Höhe und die Geschwindigkeit des Flugzeuges messen können. Und hier vorne sieht man diese kleine schwarze Kiste. Das ist halt der Trägheitssensor, mit dem wir die Lagewinkel des Flugzeuges messen können, also zum Beispiel den Rollwinkel. Für die Flugversuche konnte der Testpilot Rolf Hankers gewonnen werden. Wir haben in den Modellrechnungen der DLR gesehen, dass es einen Einfluss der Wirbelschleppe der AN-2 auf die DR-400 gegeben hat. Wir haben im Bodenversuch gesehen, dass die Rauchkörper die Wirbelschleppe der AN-2 sehr gut wiedergegeben haben und die Modellrechnungen im Wesentlichen bestätigt haben. Und jetzt wollen wir sehen, welchen Einfluss die Wirbelschleppe in der Luft auf die DR-400 im realen Flug hat. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, die Wirbelschleppe genau zu finden. Wir hatten ja den Rauch von der AN-2. Und die ersten Versuche, so bei ca. 800 Meter, sind wir reingeflogen. Und ist natürlich ein bisschen unruhig das Ganze, wenn man sich dem Wirbelkern nähert. Aber wenn man genau drin ist im Kern, das hat auch ein paar Mal geklappt, da hat es uns komplett auf die Seite geschmissen. Also das waren dann Rollgeschwindigkeiten, die nicht mehr beherrschbar sind. Das Ganze in Bodennähe und man ist tot. Das ist jetzt das Beispiel von dem ersten richtigen Treffer des Wirbelkerns. Bei einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern sieht man hier dann den Rollwinkel, anfangs halt so um die Null rum und dann geht es hier bis auf fast 90 Grad hoch. Da hat es uns also wirklich in Messerlage gelegt. Die Reaktion kommt so plötzlich und so heftig, dass man ohne die Vorahnung, wir hatten ja die Vorahnung, wir wollten ja reinfliegen in die Wirbelschleppe, das war klar. Aber wenn man ohne Vorahnung, ohne Vorbereitung da reinkommt, bis man realisiert hat, es ist eine Wirbelschleppe und ich drehe jetzt, ist man unten.
Und das sind eigentlich die überraschenden Erkenntnisse, weil wir hatten früher mit Wirbelschleppen immer gedacht, große Verkehrsflugzeuge erzeugen die großen Wirbel. Aber dass jetzt auch ein vergleichsweise kleines Flugzeug wie die AN-2 mit 5 Tonnen einen solchen Wirbel erzeugt, dass es eine DR-400 aufs Kreuz legt, das ist schon eine ganz tolle Erkenntnis aus diesen Flugversuchen.